Erste, was ich im Kopf hatte, war einmal Einklang mit der Natur und dann Wertigkeit. Mir haben besonders diese verschiedenen Lebensräume total gefallen und dass da halt so viel dahinter steckt auch. Diese Blumenwiese, kann ich mir vorstellen, dass das ein super Lebensraum wird für ganz viele Lebewesen später mal. Die ruhige Stimmung und dann blüht ja gerade alles noch so schön. So, man hat das Gefühl, man kommt wirklich in der Natur an. Und das große Gebäude habe ich erstmal überhaupt gar nicht wahrgenommen, sondern nur die Wiesen. Und ja, es war super, super schön. Die Führung war so toll und sie hätte noch länger dauern sollen und können, weil es einfach, es gibt so viel zu sagen und wir haben so viel gelernt. Also, ich fand es total spannend, was wir alles erfahren durften über die Rohstoffe und über die Geschichte der grünen Erde. Also richtig spannend. Es sind so viele tolle Elemente, so spannende Elemente. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll, aber man kommt rein und hat dann gleich dieses Spiel mit den Fäden und überall ist es schön dekoriert und die Wohnwelt, wo man am liebsten gleich einziehen möchte. Also super schön. Der Einblick in die Produktionsstätte war super spannend. So etwas kriegt man auch nicht jeden Tag zu sehen. Und gerade für Matratzenherstellung, Kissenherstellung. Und, ja, hat mich sehr beeindruckt. Das, was mich am meisten begeistert hat, sind die Möbel, also wie die konzipiert wurden. Und ich wusste das vorher nicht, dass man das so zusammenstecken und drehen kann. Das finde ich einfach richtig klasse. Also die scheinen wirklich für die Ewigkeit gemacht zu sein und das ist eigentlich auch Nachhaltigkeit. Bei Kleidung ist es mir auch wichtig, dass ich halt was habe, was ich länger habe, nicht nur für eine Saison zum Beispiel. Also das, was mich überrascht hat an der Schlafwelt, ist, dass es einfach so viele Möglichkeiten gab zum Ausprobieren. Mal diese Vielfältigkeit an dieser Produktauswahl, die hat mich überrascht. Und all das, was ich hier erfahren habe und mitgenommen habe, das gibt auch die Gespräche, die ich geführt habe, die geben mir noch mal so einen kleinen Motivationsschub, wirklich noch mehr für unsere Erde zu machen. Und es ist einfach schön zu sehen, was hier alles, was möglich ist und was jeder Einzelne bewirken kann.